Herzlich willkommen zur fünften Staffel von Ganz oder gar nicht, die FCM-Fragerunde. Heute bei uns zu Gast unser Neuzugang Robert Leipertz. Grüß dich, Leipi. Hi. Bei dir starten wir natürlich auch mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Wir gehen dann mal ein wenig in die geografische Tiefe. Tetz oder Bettburg? Tetz. Tetz oder Arnoldsweiler? Tetz. Tetz oder Aachen? Aachen. Aachen oder Gelsenkirchen? Aachen. Aachen oder Heidenheim? Heidenheim. Warum? Weil ich da den Großteil meiner Profikarriere verbracht habe. Aber jetzt die Frage, ist das eher sportlich gesehen oder heimatbezogen? Dann wäre es eher Aachen. Machen wir mit Heidenheim trotzdem weiter. Heidenheim oder Ingolstadt? Heidenheim. Heidenheim oder Paderborn? Auch schwer, aber aufgrund der 5,5 Jahre Heidenheim. Und die ultimative Frage, der ultimative Vergleich, Heidenheim oder Magdeburg? Noch Heidenheim, 5,5 Wochen im Vergleich zu 5,5 Jahren, ist noch ein kleiner Unterschied. Dein bisher bester Mitspieler? Philipp Herrscher. Und dein bisher bester Gegenspieler? Philipp Herrscher. Und außerhalb des FCM? Philipp Herrscher bei Kaiserslautern. Deine Lieblingsposition? Offensiv eigentlich alles. Genau, du wurdest ja schon darauf angesprochen. Auch der Trainer hat gesagt, du bist da sehr variabel. Also du würdest dich gar nicht festlegen wollen? Nein. Dein liebster Dart-Gegner? Wenn ich gewinnen will, Tobi Müller. Wenn ich Konkurrenz haben will, André Kilian. Dein Vorbild im Darts? Phil Taylor. Und allgemein? Thomas Müller. Dein verstecktes Talent? Boah, ist eine gute Frage. Fällt mir jetzt gerade direkt nichts ein. Und natürlich obligatorisch, was gefällt dir an Magdeburg bisher? Ich war bis jetzt am Barleber See, der gefällt mir ganz gut, weil es bei mir in der Nähe ist und allgemein die Gegend, wo ich wohne, ist sehr schön für mich und meinen Kleinen. Das war's schon. Danke, Leipi. Danke auch.